Pokémon Platin, Soul Link Challenge mit Muffy. Und Trudel. Ja, weiter geht's. Wir haben unser Team ein bisschen umgestellt, also mehr an Muffy angepasst. Genau. Ja. Wassereis und Auflauf dabei und Auflauf hat sich entwickelt. Wassereis hat Ampelleuchte gelernt. Ansonsten ist, glaube ich, nichts Aufregendes passiert. Aber Auflauf kann nun Folgendes, und zwar Rasierblatt, Eishieb, Eissplitter und Holzhammer. Rasierblatt und Eissplitter konnte er vorher auch. Holzhammer und Eishieb sind neu. Und er hat die Fähigkeit Filter bekommen. Was gerade bei dem Pokémon sehr praktisch ist, weil es doch recht viele Schwächen hat. Sehr, sehr gut. Und ja, die Werte sind auch okay. 78 Verteidigung, 71 Spezialverteidigung, 109 Angriff. Lässt sich was mitmachen, ist natürlich nicht das schnellste Pokémon, trotzdem, wobei nicht das schnellste, 80 Init immerhin, das ist okay, könnte natürlich besser sein, aber ja. Und dann muss ich noch die Attacken richtig sortieren. Holzhammer, auch wenn es Rückschlussattacke ist, am stärksten. Eissplitter nach unten, okay. Ja, Pause. Und Rätsel lösen, Hilfe, Trudel. Brause okay. Ist. Erstmal weiter. An sich kennt man schon, hat auch überhaupt nichts Neues gelernt, ist halt eine Donnersteinentwicklung, also wir haben es auch, glaube ich, gar nicht. Oder wolltest du was lernen? Hatte ich vorhin was gesagt? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Irgendwann muss ich dem nochmal was anderes beibringen, weil Slam ist halt echt. Ich mag es nicht so wirklich. Und da es mehr Angriff als Spezialangriff hat, ich glaube, jedes Mal, wenn ich das sehe, bin ich verwirrt und verwundert, warum das so ist. Aber ja, es ist so und kann es jetzt nicht ändern. Pause, wieder im Team. Cool. Dann haben wir noch Zuckerrübe mit 131 Angriff, was mal wieder ziemlich viel ist. Nicht schlecht. In der Tat. Hat Nachthieb gelernt, Krabhammer und Samanklau habe ich ihm sogar beigebracht. Ich hoffe, es stirbt nicht. Dass ich das Video nicht wieder umsonst war. Ist auch Level 44, weil da hat es halt Krabhammer gelernt. Das wollte ich dem noch unbedingt beibringen. Schlammbombe auf Auflauf macht nicht so viel Schaden, okay. Und ja. Würde ich sagen, ich mache mich mal wieder an das Rätsel. Ja, genau, das muss ich ja auch noch machen, aber ich weiß nicht, aber ich habe noch E2 Trainer, glaube ich, vor mir. Den hier jetzt und dann noch rein. E2 Trainer? E2, ja. Elektro 2, nein, das ist Quatsch. Als nächstes Sandan. Oh, mit Sandan habe ich ja richtig gute Erfahrung, ey. Sandkuchen oder Wassereis Sandkuchen oder Wassereis Sandkuchen oder Sandkuchen? Bei Sandkuchen ist dann schon fast 44, das ist gar nicht, obwohl, na, das doch. Och, das geht ja noch. Ach, das geht ja noch. Irgendwo ist da links hin. Und das ist nur Sandan und kein Sandama. Und Sandan hat Bedroher. Okay. Tafa. Ach, da kann man auch durch. Es ist so nervig, dass er an den Rändern nach oben will. Dingens wirst. Willst du nicht mehr hin? Ja, klar. Nein. So, das. Trabosso ist nur Boden? Hm? Ja. Okay. Ich werde dann mit Duplo lieben, weil Windbeutel sollte ich eigentlich in alles reinschicken können. Das sollte nicht so das Problem sein. Und Duplo hat jetzt. Ach ja, stimmt, das hat eine neue Attacke. Den Eiszahn. Halt, für die Arena beigebracht. Ja. Beltra ist irgendwie nicht so gut. Sehe ich gerade. Ich weiß nicht. Relativ schnell, aber kann Angriff werden? Na. Naja. Vierte Großlinks da. Ah, letzte Trainerin gefunden. Die ich hinkomme. Schön. Krause hat kein Item. 75 trifft Slam nur 8. Kann ich Brause irgendein Item? Oh, ein Welser. Ich
glaube, ich wechsle wieder von Zwiebel auf Auflauf. Auf Auflauf. Oh, ich habe nicht ganz voll geheilt. Ups, überhaupt nicht geheilt. Jetzt hat er 12 KP weniger als normalerweise. Intensität 7. Hm, okay. Das macht jetzt nichts an Schaden. Oh, Rasierblatt ging daneben? Was? Hat keine 100%ige Trefferchance. Würde ich ja lieber Holzhammer benutzen, aber bevor ich mir damit zigtausend Schaden mache. Boah, und ein Rasierblatt reicht auch, also, ja. Muss nur treffen. Ich hab das schon wieder nicht mehr auf dem Plan. Das Skorglar hatten wir doch schon mal. War Bodenflug, ne? Ja. Gut, dann wechsle ich hier aus. Vierfach Eisschwäche. Jupp. Deswegen kommt jetzt auch Wassereis mit einer Eisattacke. Wobei Skorglar ist auch schon Flug und Dings, okay. Hm? Ich Skorgro nur, okay. Dass da irgendwas dazukommt oder so. Mhm. Gut. Skorglar macht Schwertanz. Wassereis setzt Aurora-Strahl ein. Aurora-Strahl One. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Robin. Ich gehe sonst einfach nochmal raus, habe ich gehört. Weil? Zum Heilen. Weil wenn ich rausgehe und die AP voll heil, dann muss ich das Rätsel sowieso neu machen. Und jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alle Trainer besiegt. Okay. Du kannst mir doch bestimmt einzeln erklären, was ich in der Gruppe vergesse. Könnte ich machen, ich könnte auch nochmal mit rausgehen. Und dann haben wir genau das gleiche zusammen. Echt? Boah, krass. Das kann man natürlich machen. Das wäre ja voll nett. So, resettet. Okay, ich bin gerade wieder rein jetzt. Okay, dann würde ich sagen... Erstmal nach rechts und dann die Bälle da weg, oder? Nö, die sind eigentlich eher unwichtig, zumindest um zum Arena-Level zu kommen. Glaube ich, oder? Okay. Ja. Ich würde erstmal ganz links auf dem Feld nach unten, dass wir den einen Ball da wegmachen. Ganz... Das Startfeld. So, das sind ja drei Felder rechts, und das linke. Links. Da, zack, und den einen Ball wegmachen. Genau. Okay. Dann einfach nochmal nach vorne, den Ball weg. Ja. Dann nach links, runter und dann nach rechts den Ball weg. Ja. Rechts, runter und dann den Ball weg. Dann ist die Mitte frei, quasi. Ja, genau. So, dann gehen wir erstmal zurück. Links zurück zu den die zwei Treppen hoch. Mhm. Ja, Startplattform. Dann würde ich nach oben gehen. Bist du auf der Startplattform? Ja. Dann einfach nach links an die Wand und nach oben. Okay, bin ich. Und dann rechts runter? Und dann rechts runter, genau. Dann ist da leer. Und wie bekommen wir den da weg? Den kriegst du von... Von da, wie kommt man da hin? Oh, das... Ich glaube, du kannst... Ja, genau, wenn du ganz links an der Wand bist, ganz nach ganz oben. Ganz links, ganz nach oben. Ah, okay, da dann. Oh, okay, ich glaube, ich hab's. Dann oder? Ist oh, eigentlich, nein. Oh. Eigentlich schon alles frei. Krass. Ich bin noch zurück. Damit ich jetzt entspannt zum Arena-Light laufen kann. Genau. Ja, wie gesagt, ich fange mit Duplo an. Da wären wir, ja, ich liede mit Zwiebel, vielleicht einmal reinhauen, je nachdem, was für ein Pokémon vor mir steht. Ansonsten kann ich rauswechseln, ich habe 2-3 Pokémon, auf die ich relativ gut rauswechseln kann. Deswegen mache ich das so rum, bevor ich Zwiebel vielleicht gar nicht gebrauchen kann. Es hat halt offensive Power, also, warum nicht? Okay, geht los. Gegen Alex. Ja, geht los. Wunderbar, Fängt direkt mit Knoxel an, okay. Versus Buxeking, oh.
Rocker Bugs the King. Schaufler sollte nicht so viel hat abziehen. Sich aber hübsch gemacht. Ah, es ist Velsa. Level 40. Velsa kann natürlich Erdbeben. Ich könnte trotzdem, soll ich mal mit Aurasphäre. Ich hab zu sehr Angst vor dem Step. Das ist mir zu krass. Glaube, aber Auflauf? Ist das auf Rex Blizzard ineffektiv, oder? Ja, wird halbiert. Okay, Boden. Dann wechsle ich auf Auflauf. Weil Pflanze und so. Ich hab das Ding schon voll vergessen. Das hattest du in deiner Arena zweimal. Echt? Oh, ja. Seedreck. Das ist ja geil. Ja. Ich vergaß. Aber ich glaub, kann das schon gute Attacken? Boah, der Kürbis hat Felsenkern. Auf 40 würde ich sagen schon. Kürbis hat Felsenkern. Kürbis kein Raumschlag. Ich setze Kürbis ein. Okay. Ich hoffe, dass er. Entweder mit einem. Ich hoffe, dass er schneller ist. Entweder mit einem oder mit zwei höchstens. Das Seetracking rausholen kann. Mhm. Nidoking ist Bodengift. Da wäre Psycho oder Wasser. Dann nehme ich. Oder Boden. Was? Glaube mit Sandkuchen. Nö, alles gut. Nidoking. Boden, Wasser und Psycho ist effektiv. Auf jeden Fall. Eis wahrscheinlich auch. Aber. Eis, ja. Boden habe ich, glaube ich, immer noch den krassesten Step und die stärkste Attacke. Also nehme ich. Ein Feuer-Odem könnte ausreichen, aber ich mache auf. Erdbeben und Nidoking Level 44 kann Erdkräfte und zieht. Sandkuchen weniger als die Hälfte ab, also Sandkuchen hat noch über die Hälfte. Ja. Seetracking ist down. Rasche, oh, rasche. Das Nidoking stirbt nicht ganz. Ja, also ein Erdkräfte-Crit könnte Sandkuchen jetzt rausnehmen, vielleicht. Jetzt hast du es gesagt, jetzt ist schlecht. Ich drücke trotzdem auf Erdbeben. Nidoking setzt Erdkräfte ein. Kein Crit. Hat mir trotzdem mehr Schaden gemacht, als ich dachte. Dann war es eben eine schlechte Roll. Eieieiei. Och, Schutzschild, warum? Aber das Nidoking ist weg. Ich hab noch zwei Pokémon. Als nächstes Diktri. Bei Diktri wechsle ich mal auf Wassereis und mach Surfer wahrscheinlich einfach. Ich hab noch das Signature-Pokémon vor mir und das ist. Das war halt bei mir das Nidoking, soweit ich weiß. Bei mir. Ah, ist es kommen noch zwei. Der hat vier Pokémon. Naxel. Ja, der hat vier. Der hat ja vier! Ich dachte drei, ja gut, aber das Diktri macht Erdkräfte, okay. Viel Schaden tut dies tun auf Wassereis. 128, 100. Also 28 KP, das geht ja. Ich gehe safe und heile erstmal. Ach ja, heilen kann man ja auch noch. Und guck mal, wie viel Schaden der Schaufler macht. Zoompads. Eieieiei. Schaufler macht ein 30. Zoompads? Ich würde gerne auf Auflauf wechseln. Mach doch. Ja, Auflauf hat schon 40 KP verloren, also 42, hat nur noch 101 KP. Kann ich halt trotzdem machen, es sollte ja nicht wirklich was Effektives können. Sollte nicht, ne? Also eine Attacke, denke ich, halte ich aus und danach kann ich heilen. Holzhammer möchte ich nicht machen, weil ich nicht weiß, wie viel KP das Ding hat. Oder wie viel Schaden ich dann mache und wie viel. Ja, der Rückstoßschaden, das will ich nicht. Rasierblatt bitte treffen. Danke. Und ich bin schon mal schneller, das ist angenehm. Das könnte es auch schon fast. Das ist auch nur. Gewesen sein, oder? 42. Yo! Zumpex One-Hit. Boah, Auflauf hat hier richtig nice. Oh, das war schön.
Zwei Pokémon. Ja, Baxe, da hast du aber wieder, ne? Weißt du Bescheid. Ah, du bist klasse. Das hast du gut gemacht. Na, nervös? Nein! Ist die Folge noch so? Ich kann Kraxa einsetzen. Und eine TM gibt's auch noch. Ah, TM 72. Attacke, ach verdammt, ich hab's jetzt nicht gesehen. Windstoß. Ich muss nachgucken. Ich hab so schnell weggeklickt den Text. Das war nicht. Ich krieg nur Müll, ey. Das geht gar nicht. TM 72 Silberhauch. Okay. Hab ich schon zweimal. Weiß. Okay. Also ist das die zweite jetzt. Hm. Nett. Okay. Okay, Pokécenter erstmal, hätte ich gesagt. Jo, ich hab schon geheilt. Auf jeden Fall müssen wir unser Team umstellen. Wir können ja eigentlich direkt. Ich muss erstmal gucken, was von mir überhaupt Kraxel lernen kann. Ja. Wenn Skittles das kann, ist schlecht, weil Skittles hat schon Vertrümmerung. Könnte Geradax als VM-Opfer erstmal mitnehmen, sonst. Aber das ist bei dir ja. Oh, okay. Ich glaube, das ist nicht gut. Was war denn das bei mir? KitKat ist verbunden mit. Ibitak. Okay. Kann Ibitak Kraxler? Ich glaube nicht. Tatsächlich nicht. Ah, glaube ich. Das Skittles kann das lernen. Skittles ist dein Kikli, ne? Ja. Mit Soft Eis. Ja. Flammensturm, Steinhagel, Antikraft, Genesung. Ach, Softice konnte ja auch mal zertrümmern. Hm. Genau, Bolterus hat Stärke bekommen, habe ich mir auch gemerkt. Genau. Also das ist so dämlich. Das heißt, wen musst du dann? Ich guck grad noch was. Ja. Ob Rassaf das lernen kann. Das wäre schon cool. Ja, Rassaf kann's lernen. Das ist mein. Chili ist mit. Das war ein relativ cooles Pokémon bei dir, glaube ich. Ist das Gengar sogar? Nee, ja, ja doch, Gengar. Blumenkohl. Ja. Gengar ist das. 37, aber ich würde es dann, damit du dann erstmal dabei hast und dann für Wassereis und Dings oder was? Was ist Wassereis? Zuckerrübe, aber von mir aus können wir auch eine Brause rausnehmen. Brause wäre. Achso, das ist dein. Das ist Auflauf, ne? Oder wir nehmen. Aber das könnten wir dann sonst trotzdem erstmal. So, der Auflauf ist halt momentan gut dabei, so ist nicht, das stimmt schon. Also ich habe jetzt Windbeutel dabei, das wäre bei dir Käse. Ja. Duplo, das ist wenn Smetbo, wie hieß es? Zucchini? Genau. Zucchini. Kürbis, das ist Zwiebel. Zuckerrübe. Ja. Wassereis? Zupfkuchen. Okay, das. Ja? Ja. Dann kommt genau Sandkuchen, also Welsa. Und dann halt noch Chili und Dinge. Ja gut, dann Auflauf halt. Ja. Was Auflauf? Erstmal auf die Bank. Weil, ich guck kurz, was bei mir das lernen kann und wer mich das dann eben beibringen muss. Das ist dann halt so. Ja, sonst können wir auch. Ich bin mir sicher, dass ich wen im Team habe. Auch noch einen rausnehmen, wenn du
falls da jemand anderen reinnehmen willst, können wir das auch machen. Ich schau gerade irgendwo Zwiebel. Zwiebel kann schon Zertrümmerer. Das wäre natürlich ungeil. Aber wen? Ja, ich hätte sonst versucht. Ich meine, Geradax könnte es eventuell lernen. Hm? Dass ich dann sozusagen, weil Kritgrad wollte ich ja eventuell wegen den Werten nicht unbedingt wieder reinnehmen, dass wir dann sagen, dass ich das als VM Invents mitnehmen. Hm. Und nehmen wir das ich weiß raus? Nicht, was es ob Cornflakes das könnte oder so. Ich überlege gerade, brauchen wir dann auch Stärke und sowas alles gleich? Ich glaube, Surfer eigentlich nur, bin ich sicher. Okay, das ist wenn okay. Überhaupt. Was brauchst du denn gerade nicht? Könnte Welser oder Wassereis, weil ich hab sie sind beide Surfer-Pokémon. Ich glaub dann eher Welser. Ich schlägt Probeil raus. Dann machen wir das eben. Aber das andere, das ist mein Surfer-Pokémon, das ich hier halt sauber bekomme. Okay. Gut. Haben wir das und geklärt? Und wir sind bei 21 Minuten. Toll. Ja, aber bei 15 wollte ich jetzt auch noch nicht Ende machen. Ja. Wollen wir sonst noch ein bisschen was machen, weil wir jetzt die ganze Zeit. Schon länger die Folge, oder? Geredet haben, meine ich. Die letzten 5 bis 6 Minuten nur. Ja, von mir aus können wir das machen. Da können wir gucken, ob wir den See vielleicht sogar abschließen können. Ich weiß ja nicht, was da alles zu tun ist. Und dann können wir dann schau ich mal, ob er wirklich Kraxler lernen kann. Ich hoffe ja. Nein, oh, es kann kein Kraxler. Kitka kann kein Kraxler. Es kann Stärke. Der Trümmerer. Oh. Okay. Warum? Ärgerlich. Weil, oh fuck. Weiß ich, was bei mir Kraxler erlernen kann. Also beenden wir jetzt. Wir gucken, was Kraxler lernen kann bei ja, mir. Ja, genau. Dann machen wir das lieber. Bevor das alles im Part ist, das muss ja nicht sein. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Okay. Bis dann. Tschüss.